So, mein Name ist Ulf Richter, ich bin Geschäftsführer der Malmberg Bio-Erdgas-Tech GmbH in Deutschland. Das ist eine Tochtergesellschaft der schwedischen Malmberg Wode AB. Malmberg beschäftigt sich mit Gasaufbereitung, mit Wasser, Abwasser und Geoenergie. Ich bin hier zum dritten Mal und habe referiert über das Thema Erfahrung, praktische Erfahrung in der Gasaufbereitung. Unser Unternehmen macht das seit ca. 15 Jahren, sind wir aktiv. Biogas aus verschiedenen Substraten, aus Klärschlamm, aus Abfall, aus landwirtschaftlichen Anlagen aufzubereiten. Zum einen, wie schwerpunktmäßig in Schweden, typisch als Kraftstoff. Zum anderen, wie in Deutschland, zur Gasnetzeinspeisung. Die Motivation, Biogas aufzubereiten, liegt daran, es ist eine speicherbare Energie. Es macht unabhängig von Energieimporten aus dem Ausland. Es hat eine höhere Effizienz als das im Blockheizkraftwerk ohne Wärmesenke zu verstromen. Es gibt verschiedene Gasaufbereitungsprozesse, zum Beispiel Druckwechselabsorption, Membranverfahren, chemische Verfahren, Druckwasserwäsche. Wir als Malmberg wenden die Druckwasserwäsche an. Ist ein Verfahren, was sich auszeichnet durch keinen Chemikalienbedarf, keinen Wärmebedarf, hoher Reinigungsgrad und hohe Verfügbarkeit, einfach zu handeln. So hat jedes Verfahren seine Vor- und Nachteile bzw. Besonderheiten und standortabhängig eignet sich das Verfahren mehr oder weniger. Also die verschiedenen Verfahren, die dann zur Anwendung kommen, das ist immer abzuwägen. Die Erfahrungen habe ich so gegliedert, dass ich über praktische Erfahrungen, mittlerweile gibt es ausreichend Referenzanlage, alleine mit der Druckwasserwäsche von Malmberg sind 40 Anlagen in Betrieb. Es gibt aber auch zahlreiche Referenzanlagen mit anderen Verfahren. Es liegt eine Datenbasis vor, die verfügbar ist. Die Schnittstellen zur Biogasanlage, zur Einspeisestation, da liegen Erfahrungen vor. Der Betrieb der Anlagen im Service, Ersatzteilkonzept ist aufgebaut, sodass damit jetzt in der Gasaufbereitung mittlerweile auch höchste Verfügbarkeiten von bis 99% übers Jahr gesehen zu erreichen sind. Wirtschaftlich sieht es so aus, dort spielen im Wesentlichen die Substratkosten eine Rolle, natürlich damit die Biogas-Gestehungskosten, die Gasaufbereitungskosten und am Ende wirtschaftlich natürlich die Frage, wie kann man Biogas, Biomethan vermarkten. Für die Aufbereitungsverfahren heißt das möglichst hohe Verfügbarkeit, wenig Methanschlupf, geringe Betriebskosten. In Italien wird erwartet, dass der Bedarf eher an kleinen und mittleren Anlagen entsteht. Das heißt für die Hersteller der Aufbereitungsverfahren kostengünstige Lösung, Standardlösung für kleine Anlagen. In den letzten 5 Jahren ist dann eine Standardisierung erfolgt, sowohl was die Anlagen an sich in der Herstellung betrifft. Das heißt, man hat eine industrielle Fertigung, Produktion, wo Serien von Standard-Containeranlagen gefertigt werden. Es wurden aber auch industrielle Standards umgesetzt, die vergleichbar sind mit der chemischen Industrie. Hohe Sicherheits- und Qualitätsstandard, effiziente Anlagen. Ich durfte ja jetzt schon 3-mal teilnehmen oder 3-mal einen Vortrag halten in Folge und sehe auch, wie das Interesse wächst, die Fragen wächst, auch die Themen, ich sag mal, variieren. Ich bin überzeugt, dass solche Veranstaltungen, die sehr praxisnah sind, einen wesentlichen Beitrag leisten im Vergleich zu vielen anderen Veranstaltungen, die zum Teil aus wirtschaftlichen Gründen organisiert werden und dann von der Praxis fern Themen behandeln. Dort, am Beispiel Deutschland, sind vielleicht gegebenenfalls zu viele Veranstaltungen, aber die hier insbesondere sehr praxisorientiert und damit, denke ich, sehr, sehr wichtig und hilfreich. Also hoffentlich weiterhin auch.